muss weg von den Wasserfällen. Und jetzt auch noch Ballons. Das sind nur Geräusche, die mich triggern. Sternschnuppen, Ballons und Wasserfälle. Das sind alles triggernde Geräusche in mir. Ich lösche Shinerave. Ich werde jetzt einen Großteil der Insel abreißen und es tut weh. Mir gefällt Shinerave einfach nicht mehr so wie vor einem Jahr. You better be joking. Are you okay? Ich finde hier die ganzen Wände, also wenn man sich so anschaut, die Terraform-Sachen sind überhaupt nicht smooth. Es ist alles so richtig steif. Ja, mir gefällt es auch mit den Designs nicht mehr. Es kann halt echt dran liegen, dass es gerade die Jahreszeit ist und vielleicht auch die Tageszeit. Aber ich würde gerne ein bisschen minimalistischer tatsächlich rangehen an die Insel. Also weniger alles vollstellen, sondern echt einen Platz oder eine Insel schaffen, auf der man auch wirklich gemütlich spielen kann und nicht alle zwei Meter gegen Item läuft. Ich werde viel jetzt erstmal abreißen. Ich kann mal kurz hier lang gehen, was ich abreißen will. Also die ganze Farm gefällt mir nicht mehr. Also im Prinzip, eigentlich gefällt mir die ganze Insel nicht mehr. Hier alles jetzt wegmachen. Ich werde das jetzt alles hier... Ich brauche den Platz, um die Bewohnerhäuser hier hinzustellen. Ich werde das hier alles wegmachen, Leute. Ich weiß noch, wie lange ich hier dran gebaut habe im Stream, als das Update rauskam. Ich möchte nicht mehr so viel Animal Crossing-Content machen. Auch Mini nimmt neues Animal Crossing-Video auf. Upsi. Fang jetzt an. Braucht den Platz. Ich fange jetzt an. Jetzt fange ich an. 4, 3, 2, 1, 0. 2000... Mama, ich will keine Grenze! Oh, ich hab stundenlang gebraucht für diesen Bereich. Stunden! Du machst ja wirklich alles weg, ja? Das ist kein Clickbait. Ich mach wirklich alles weg. Oh! Süß, sie zieht mein Merch an. Oh, es tut so weh. Es tut so weh. Aua. Jedes Mal, wenn ich ein Item nehme, stirbt etwas innerlich in mir. Aua. 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 Der Animal Crossing-Stil entwickelt sich immer weiter. Genauso wie mein Fashion-Stil sich zum Beispiel auch immer weiterentwickelt. Outfits zum Beispiel, die ich vor 3 Jahren anhatte, finde ich heute grausam. Und so ist es halt mit meiner Animal Crossing-Insel. Die Insel habe ich vor 3 Jahren so gemacht. Okay, 2 Jahren vielleicht oder 1,5 Jahren auch. Und inzwischen finde ich es nicht mehr geil. Also man sieht ja auch, dass die Insel laggt ein bisschen, wenn man jetzt hier langläuft. Das Laggen per se stört mich jetzt nicht, aber ich würde halt gerne eine Insel schaffen, auf der man einfach wirklich gemütlich spielen kann und halt nicht alle 2 Meter gegen irgendein Item läuft, so mäßig. Eine minimalistische Insel, so sieht's aus. Hast du nicht sogar Mediamarkt leer gekauft, um Yoshino zu kriegen? Psst. Ja. Ich habe Mediamarkt leer gekauft, illegalerweise. Ich war dann nach Most Wanted. Aber als das Update, also als die neuen Amiibo-Karten rauskamen, durfte man nur 2 Packs pro Person kaufen oder so. Und ich bin dann hingegangen, ganz früh morgens, direkt als es aufgemacht hat in Saturn. Bin hingegangen, guck's, ob sie die neuen Amiibo-Karten haben. Hatten sie natürlich da. Und ich hätte einfach nehmen können, wie viel ich wollte, aber ich, Idiot, da war halt so ein Typ, der stand da so ein bisschen weiter weg, gehe so zu ihm hin und frage, ja, wie viele Amiibo-Karten darf ich kaufen? So dumm. Wenn ich eh mehr kaufen will, warum frage ich dann noch, ob ich mehr kaufen darf? Auf jeden Fall meinte er so, ja, dann nur, ich glaube 2 Stück pro Person. Oder meinte er 10 Stück noch? Ich glaube, er meinte sogar 10 Stück pro Person. Und dann habe ich einfach aus Versehen, weil ich wollte testen, ob die an der Kasse dann irgendwas sagen, wenn man 11 Stück kauft, habe dann aus Versehen 11 genommen, weil ich mich verzählt habe. Das war meine Ausrede im Kopf quasi. Bin dann zur Kasse gegangen und die Kassiererin hat nichts gesagt. Also die hat nicht mal irgendwie... Also ich dachte, vielleicht steht irgendwie im Kassensystem drin, wenn jemand 11 Stück hat, irgendwie so, Achtung, die Person kauft 1 Stück zu viel, weisen sie den Kunden drauf hin oder so. Aber die Kassiererin hat gar nichts gesagt.
Und dann bin ich so rausgegangen und dachte mir so, scheiße, jetzt hätte ich noch mehr kaufen können. Weil ich wollte auch unbedingt alle Amiibo-Karten haben. Und dann habe ich so Johann angerufen, habe ihm das so erzählt. Und ich meinte so, ich bin jetzt voll sauer auf mich. Warum habe ich nicht einfach mehr gekauft? Warum musste ich den fragen? Und dann meinte Johann so, hat mir so Mut gesprochen, du gehst da jetzt doch mal in den Laden rein und du kaufst dir einfach noch mal welche. Und ich so, nein, das kann ich nicht machen. Ich fühle mich so schlecht. So, nee, scheiß drauf. Der wird auch nicht da stehen. Geh einfach hin und kauf dir wieder welche. Bin ich so ganz leise und heimlich wieder hochgeschlichen in Saturn. Ist ja irgendwie die dritte Etage auch. Hab so links und rechts geguckt, ob der Typ irgendwo steht, den ich vorhin angesprochen habe, hab ihn nicht gesehen. Bin so schnell wieder zu diesen Amiibo-Karten gegangen. Hab einfach so einen ganzen Stapel mitgenommen. Ich glaube, es waren da irgendwie 20 Stück. Und bin dann ganz runter zur anderen Kasse gegangen, damit die andere Kassiererin mich nicht doppelt sieht. Und dann habe ich da einfach so, keine Ahnung, ich glaube irgendwie 30 Karten oder so gekauft. Ist auch sehr viel Geld. Und dann hat ein Freund von mich so gefragt, ob man noch Amiibo-Karten dort kaufen kann. Und ich meinte so, ja, ja, geh zum Saturn am Hauptbahnhof. Ich habe da gerade so 30 Stück gekauft. Er meinte so, ey, voll krass. Wo ich war beim Mediamarkt, durfte ich nur 2 Stück kaufen. Ich meinte so, ja, geh da hin. Ich konnte auch viel kaufen. Und dann ist er da so hingegangen. Und als er dann ankam, hat er so den Kassierer gefragt, wo die Amiibo-Karten, oder den Typen, der auf der Fläche stand, gefragt, wo die Amiibo-Karten sind. Und dann meinte er, die haben sie weggeräumt. Man muss jetzt immer den Mitarbeiter ansprechen, ansonsten geben sie keine Amiibo-Karten mehr raus. Weil vorhin war ein Mädchen da, das ganz viele Amiibo-Karten gekauft hat und das war gar nicht erlaubt. Und dann haben sie die Amiibo-Karten weggepackt, wegen mir. Er meinte dann zu ihm, ja, das Mädchen kam dann nochmal heimlich wieder und hat nochmal welche gekauft. Und dann hat er mir das so erzählt und ich dachte, ach du Scheiße. Ich bin jetzt wirklich most wanted im Saturn. Ich habe mich jetzt auch, ich war seitdem wirklich nie wieder in diesem Saturn drin. Ich glaube, die haben so ein Bild von mir da hängen irgendwie. Aber ich sag's ehrlich, ich würde es nochmal machen. Ich würde es nochmal so machen und zwar noch schlauer. Ich hätte einfach direkt am Anfang alle genommen und ihn gar nicht gefragt, ob ich noch mehr kaufen darf. Aber wieso durfte man nur 2 kaufen? Ja, weil halt alle welche wollten. Man halt quasi dann jedem ermöglichen wollte, Amiibo-Karten zu bekommen. Aber ich, selbstsüchtige Kuh, dachte mir halt so, nö. Ich brauche alle. Ich brauche alle direkt am Release Day. Aber ja, inzwischen kriegt man die ja auch wieder, oder? Ich glaube, man kann die kaufen. Ich habe mich auch richtig schlecht gefühlt, deswegen habe ich die Geschichte auch nicht direkt am Anfang erzählt im Stream. Weil ihr müsst wissen, also jetzt kann man es ja erzählen und lachen drauf und auch zurückschauen. Aber als ich das gemacht habe, war die Stimmung in der Animal Crossing Community in Deutschland sowieso super aufgehitzt. Weil man konnte sich online auch nicht mehr Karten bestellen. Also man konnte, Amazon konnte man auch nur höchstens 3 Karten pro Person bestellen. Weil jeder wollte halt Karten haben. Deswegen habe ich mich auch nicht getraut, diese Geschichte im Stream zu erzählen. Weil ich dachte, ich werde gecancelt dafür. Ja, es war good old times. Es war, als ich diesen Bereich hier gebaut habe. Ey, ich werde verrückt bei diesem Sternschnuppen-Sound. Hilfe! Hallo, machst du Ofenkäse? Ja. Okay, was jetzt? Ja, ich würde auch gerne. Ja, ich mache noch ein bisschen. Ja, in 20 Minuten höre ich auf zu streamen. Was denn? Du willst dich hinsetzen? Nö, man sieht dich nicht. Kannst du da hier sitzen? Nein, man sieht dich wirklich nicht, Johann. Schrei ich dir wieder zu laut? Ich habe übrigens probiert, mich zu hören. Ich rede wie so eine verwirrte Frau dann. Johann sagt immer, ich schreie so wegen meinem Headset und er kann das manchmal nicht ertragen, hat er mir gestern gebeichtet, seitdem ich mein Headset habe. Ich soll mal so einschalten, dass ich mich selbst über mein Headset höre. Aber wenn ich das einschalte, bin ich so verwirrt. Hallo? Ja, so ganz leid. Also eigentlich nicht, aber ich höre so diese Endtöne und dann kann ich mich nicht mehr konzentrieren, was ich sage, weil ich verfange mich in meinen eigenen Tönen. Was für Einstellung. Nee, ey, Johann, jetzt geh. Ich will hier noch was machen, das können wir mal offstream ausprobieren. Ich verfange mich so, ich verlaufe mich in meinem Kopf in meinen eigenen Stimme. Ich muss so richtig langsam reden dann manchmal. Tschüss. Also ich weiß nicht, wie können sich Streamer selbst hören auf dem Headset? Das ist so einfach. Deswegen, ich könnte auch niemals moderieren oder Moderatorin sein, weil du auf dem Ohr dann immer noch, okay, das ist vielleicht was anderes.
wenn du auf dem Ohr noch die Regie hast. Aber ich könnte halt nicht, das, stell dir vor, du bist so am Moderieren, so richtig krass, und dann labert dir noch irgendjemand ins Ohr, was du als nächstes sagen sollst oder irgendwie so. Ich würde komplett aufhören zu reden und dann nur darüber nachdenken, was ich gerade höre. Ich bin, glaube ich, echt nicht multitaskingfähig, das ist das Ding. Ja, also beim nächsten Mal möchte ich dann hier weiter abreißen und hier anfangen umzubauen. Ich würde gerne diagonale Straße, ich muss noch andere Designs runterladen. Vielleicht dann auch nicht in der Nacht spielen, weil das dann vielleicht auch ein bisschen besser aussieht nochmal alles. Weil jetzt gerade kommt mir Shannon Reef echt schlimm vor.